Teilen interne Mail-Kommentare beim dritten Rennen am Lausitzring enttäuscht David Schumacher nach einer aussichtsreichen Startposition. Enzo Fittipaldi verpasst das Podest nur knapp. David Schumacher, 16, muss weiter auf seine erste Podiumsplatzierung in der ADAC Formel 4 warten. Der Sohn des ehemaligen Formel 1 und DTM-Piloten Ralf Schumacher, der von Platz 2 ins dritte Rennen auf dem Lausitzring gegangen war, fiel weit zurück und kam nach einem verkorksten Rennen als 18. ins Ziel. Service, Fahrerwertung. Seinen zweiten Saisonsieg sicherte sich der an diesem Wochenende überragende Neuseeländer Liam Lawson, der bereits in den Rennen am Samstag einen Erfolg und einen zweiten Platz verbucht hatte. Bei Sport 1 sagte der Sieger, das Auto wurde von Runde zu Runde immer besser, das dritte Rennen ist immer das schwerste. Zendeli verteidigt Gesamtführung. Hinter Lawson kamen der Belgier Charles Wertz, beide von Amersfoort Racing, und Mick Wisshofer, Österreich US Racing CHRS, ins Ziel. Liam Zendeli US Racing CHRS wurde Vierter und behauptete seine Führung in der Gesamtwertung erfolgreich. Sport 1 zeigt alle Rennen der ADAC Formel 4 live im TV und im Stream. Weiter geht es für die Motorsport-Talente auf dem Red Bull Ring 8. Bis 10. Juni. Dort stehen die Saisonrennen 10 bis 12 von insgesamt 20 auf dem Programm. Service, RENNKALENDER. Teilen interne Mail-Kommentare.